Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen. Manchmal liegt das Besondere ja im Einfachen oder unter dem Einfachen versteckt. So ist es auch mit unserem heutigen Götterfunken-Paten. Dazu später etwas mehr. Aber in gewisser Weise ist es auch so mit der Zigarre, die ich für unsere heutige Vergostung ausgew ausgewählt habe. Es ist die Zigarre Belmore Maduro und die Belmore gibt es schon seit vielen Jahren auf dem Markt und vor einigen Jahren hat sie, neudeutsch ausgesprochen, ein Relaunch erfahren, wurde also neu aufgemacht, neu verpackt, hat eine neue Bauchbinde, ähnlich dem Design, was Sie hier auf dieser Packung finden. Und die Packungen sind jetzt alle aus Pappe, wirken ein bisschen so wie Postpakete in Flach, aber sehr stabil. Ist eigentlich ganz schick gemacht mit so einem Wachssiegel und Baststreifen. Es ist ein echtes Siegel, was tatsächlich von Hand angebracht wird. Und schön ist einfach, dass innenliegend die Verpackung dann mit echten Tabakblättern ausgekleidet wurde. Hier, das ist die Variante Robusto Maduro. Und genau die möchte ich heute für Sie testen. Es gibt allerdings auch noch eine Connecticut-Variante, hier mal das Beispiel mit, äh, auch Robusto, aber in Tubos geliefert, auch in Tabakeinlagen. Und das Interessante an dieser Tubo-Variante ist, dass auch äh, das Röhrchen nicht wie sonst üblich aus Edelmetall ist, oder aus Metall oder Aluminium, sondern hier auch aus Pappe und der Deckel aus Kork, das macht die ganze Sache wieder, Interessant und schön. Inwieweit sich das mit dem nicht-austrocknen gut verhält, ist so eine Frage. Ich hatte Gelegenheit mit dem Produkt Sales Manager Christian Panzer, ein sehr freundlicher Herr, zu sprechen und er sagte, das dürfte keinen Unterschied machen, es macht keinen Unterschied, denn die mussten eben deshalb auch diese Pappröhrchen ein wenig, kann ich nicht, ob man sehen kann, mit Aluminiumfolie innen auskleiden und daher sollte die Zigarre, die ich jetzt verkehrt rum wieder hineinstecke, eigentlich darin nicht austrocknen. Aber ich möchte nicht die helle mit dem Connecticut Deckblatt für Sie verkosten, sondern die dunkle mit einem brasilianischen Deckblatt. Die Zigarre, die eine klassische robuste ist, im Format 12,7 cm, und einem Durchmesser von ja, knapp, eine gut, 2 cm, einem Ringmaß von 52, hat eben besagtes Maduro-Deckblatt aus Brasil, was, das kann ich schon mal vorwegnehmen, für eine gewisse leichte untertönige Süße sorgen wird. Die äh, Umblatt dann ist ein dominikanischer Olor. Und in der Einlage, im Gegensatz zu vielem, was man liest auf, verschiedenen Tabakhändler, Internetseiten äh, beste besteht nicht nur aus dominikanischen Tabaken, sondern es ist in der Tat ein nicaraguanischer Olor Ligero mit drin, der für die Würzigkeit und Stärke sucht, äh, sucht zuständig ist. Und es ist ein dominikanischer Piloto Cubano Seco mit drin, auch für Würze, aber eben auch für eine gewisse eleganz stehend. Schneiden wir das gute Stück einmal an und nehmen dann den ersten, oh das war ein bisschen viel, hoffentlich ist der Zug jetzt nicht zu leicht. Der Kaltgeruch hat etwas Kakaoiges von so einem Back, Kakaopulver, so einem stark entölten, gleichzeitig etwas Leder. Insbesondere am Fußende auch eine gewisse hauchzarte Mentholnote. Nichts übertriebenes. Der Kalzug ist Gott sei Dank noch gut. Zu viel abgeschnitten ist er nur doch nicht. Etwas Gras. Leichte Süße schon auf der Lippe. Kaum brennen, kein Pfeffer, kein gar nichts. Und derweil ich die Zigarre jetzt entflamme, erzähle ich Ihnen vielleicht etwas zu unserem Götterfunken Paten. Dichter und Bauer ist nicht nur eine bekannte Ouvertüre von Franz von Suppé, sondern auch eine treffliche Bezeichnung für Christian Wagner der in der Tat beides war, nämlich Dichter und Bauer, allerdings in umgekehrter Reihenfolge und beides bleibend, als Bauer geboren, zum Dichter geworden und immer Bauer geblieben. Er ist 1835 in Warmbach geboren, das ist bei Stuttgart, und starb eben dort 1918. Der erste Zug hat ein angenehm kühles Rauchvolumen mit Noten von Holz und Erde. Und vor allen Dingen im Kauen tatsächlich auch etwas Schokolade. Kakao eher, also herber Kakao. Nun will ich aus Neugier, sprich Gier, nicht zu schnell ziehen und Ihnen lieber etwas zu Christian Wagner erzählen. Christian Wagner war ein Kauz. So sah er auch aus, hatte so ein. Ja, heute würde man wahrscheinlich Seemannsbad, irgendwie Backenbad, Seemannsbad sagen. Und äh, lebte bei seinen Eltern im elterlichen Bauernhaus. Man hat versucht, ihm eine Schulbildung zu ermöglichen. Er sollte Pfarrer werden. Das ist mehr oder weniger gescheitert, auch wegen seiner Geisteshaltung. Nun er musste aber auch den immer wieder in Not geratenen Hof der Eltern mitbewirtschaften. Er heiratete das erste Mal. In seiner Autobiografie äh, spricht er recht offen darüber, dass es möglicherweise ein Suff-Versprechen war, geheiratet zu haben. Aber er hielt auch dieses Versprechen, heiratete. Er bekam vier Kinder, die ihm alle, was damals in ärmlichen Verhältnissen nicht unüblich waren, sehr früh ich glaube, noch vor dem ersten Jahr verstorben sind. Und naja, statt in die Kirche zu gehen, und das war im pietistischen Stuttgart und Umgebung gar nicht äh, so angesagt, ging er lieber durch die Wälder und über die Wiesen und durch die Natur und ließ sich dort inspirieren und hatte von Anfang an auch so etwas, ja, man würde heute sagen, so eine... Art prophetische Selbstbestimmung in sich, hatte das Gefühl, die Blumen, die Pflanzen, die Tiere würden mit ihm sprechen oder zumindest kommunizieren können. Und als seine Eltern starben, übernahm er dann auch den Hof und entwickelte eine unglaubliche Empathie für alles Lebendige. Und als Bauer... Wenn man dann auch noch eine Familie durchbringen möchte, ist es dann schon eine erstaunliche Entscheidung, wenn man nicht ein einziges seiner Viecher, wenn man nur ein paar Kühe hatte, ein paar Hühner, Gänse, zum Schlachter bringt, sondern die alle leben lässt, bis sie irgendwann von selber sterben, ihnen noch das Gnadenbrot gibt und zufüttert, weil man eben der Kreatur nichts antun möchte. Das ist schon in der damaligen Zeit etwas sehr Auffälliges sozusagen der Beginn des Vegetarismus, so nannte man Vegetarier damals. Dieser Christian Wagner entwickelte also auch eine frühe Liebe zur Poesie, wenn man in seine Stube eintrat, die heute noch zu besichtigen ist, das Christian Wagner Haus ist Museum mittlerweile, dann waren das nicht nur eine sehr einfache Bauernstube mit wenig Mobiliar, sondern es standen auch zahlreiche Bücher, die nicht nur von Flora und Fauna der Gegend handelten. Sondern das waren schon recht anständige Dichter, die man da zu Gesicht bekam. Goethe, Schiller, Byron, selbst Homer war dort zu sehen und selbst asiatische Schriften, wie die Bhagavad Gita, also die Heiligen Schriften der Hindus, die heiligste Schriften der Hindus, waren dort anzutreffen. Eine kleine Kostprobe aus Christian Wagners Sonntagsgängen, so nannte er die ersten und wichtigsten, vielleicht wichtigsten drei Bände seiner Dichtungen, möchte ich Ihnen jetzt geben, bevor ich den Aromen hier weiter auf die Schliche komme. Und diese Sonntagsgänge sind etwas ganz Besonderes, vor allen Dingen im ersten Buch, eine Mischung aus Prosa und Poesie und sie hat verschiedene handelnde Personen. Und die handelnden Personen stelle ich Ihnen jetzt an erster Stelle vor und dann vielleicht noch einen Auszug aus diesen Sonntagsgängen. Bis gleich. Unserer drei, o oh Leser, sind's, die dieses Buch geschrieben und deren Wesen haften drin geblieben. Oswald der Seher ist dabei, der Wegbereiter des reinen Menschendumes. Auf der Leiter der Zukunftsmelodei. Der andere ist ein sonderbarer Gast von Indiens Gefilden hier zu Rast. Du kannst ihn sehen, wenn du ihm wirst begegnen, die Tiere um sich sammeln, sie zu segnen. Der dritte ist ein Landmann, wie sie sind, einfältig, arm, obgleich, ein Sonntagskind. Doch etwas ist zu schätzen an dem Blöden. Mit Geistern und mit Blumen kann er reden. Des Lichtstrahls dreifache Töne sind wohl der Quell alles Seins. Das Wahre, das Gute, das Schöne, auch diese Dreie sind eins und wer dem wahren und schönen und guten sein leben geweiht der zähle zu gottes söhnen und bleibet in ewigkeit christian wagner war ein durchaus auch streitbarer zeitgenosse der immer wieder briefe und eingaben auch an behörden und obrigkeiten verfaßte wenn er mit zuständen Etwa der Natur gegenüber oder Tieren gegenüber und Menschen gegenüber nicht einverstanden war. Wenn man die Türen und Herzen etwa vor Bettlern oder dem sogenannten fahrenden Volk verschloss, dann konnte er schon recht zornig werden. Und wenn man ihm gegenüber direkt oder indirekt den Vorwurf des Heidentums erhob, weil er eben nicht in die Kirche ging, sondern lieber in die Natur, dann pflegte er auch schon mal bissig zu sagen, ich bin lieber ein barmherziger Heide als ein unbarmherziger Christ. Das kennzeichnet auch so ein bisschen seine geistige Einstellung gegenüber allem, was lebt und äh, was Empfindung hat, eine äh, menschliche und mitfühlende Einstellung, Lebensweise zu zeigen. Also das, was er predigte, lebte er auch tatsächlich und damit gehört er zu den seltenen Exemplaren. Von Ethikern, die tatsächlich auch nicht äh, nur Wasser predigen, sondern das Wasser dann auch selber trinken. Wobei das nur im übertragenen Sinne gemeint war, denn gerade über Asketen machte sich dann auch wieder lustig, denn er war dem Wein äußerst zugesprochen. Und dem Genuss auch vielleicht, weil er so selten Gelegenheit dazu hatte, indem er ein karges Leben führen musste. Karg ist unsere Zigarre überhaupt nicht. Sie entwickelt sich das ganze erste Drittel in einem Bereich von Kräuternoten. Man möchte einen feinen Estragon herausschmecken. Die Holznoten sind durchaus auch dominant. Leder ist dabei. Aber das eigentlich. Wirklich schmackhafte, für mich dominierende Aroma ist hier ein Ton, vor allen Dingen am Gaumen, wenn man die Zunge mit Rauch an den Gaumen presst, von Haselnuss. Und das macht das Ganze doch wirklich sehr schmackhaft, denn das ist schon ein recht intensives Aroma, das aber nicht aufdringlich wirkt, sondern gut eingebunden in diese Holznoten und auch noch in diese leichte Kakaoherbe ist. Jetzt, wo das erste Drittel zu Ende geht, zieht sie auch von der Kraft her etwas an. Ich würde sie im Anfang als mittelkräftig im unteren Bereich ansehen und jetzt, wo es ins mittlere Drittel hineingeht, da ist sie doch schon etwas kräftiger geworden. Die Nuss, Holz, Erde, Lederaromen ergänzen sich bisschen dominant ist die Nuss, untertönig immer noch eine gewisse Süße und der von mir vielleicht ein bisschen zu gewollte herausgeschmeckte Estragon, aber zumindest eine Kräuternote ist dabei. Dennoch scheint mir der Übergang zum nächsten Drittel zu verraten, dass da noch etwas mehr auf uns wartet. Übrigens, Christian Wagner ist heute kaum im öffentlichen Bewusstsein vorhanden und war es auch im 19. Jahrhundert respektive Anfang des 20. Jahrhunderts nicht so sehr, obwohl sich sehr viele Geistesgrößen für ihn eingesetzt haben. Kein Geringerer als Hermann Hesse, der junge Hermann Hesse, bewerkstelligte 1913 eine erste Auswahl aus den Gedichten des Warmbrunner. Dichters und verlegte sie auch oder brachte sie zumindest zum Verlag. Und auch Kurt Tucholsky war begeistert von Christian Wagner. Selbst Theodor Heuss, der Bundespräsident, konnte sich für ihn und für sein dichterisches Werk, aber vor allen Dingen auch für seine ethischen Vorstellungen erwarmen. Der gefällte Wald wo sie den heil'gen Eichenwald gefällt, da stehen Stümpfe ringsum Stock an Stock, und Pilze sind auf dem und jenem Block als ird'ne Tränenschalen hingestellt, und Tau und Regen füllt sie spät und bald. Und wenn vorüber hier das Wetter rollt, hier mehr wie sonst des Donners Bannfluch Gold, Hier mehr wie sonst der Blitz durchzuckt den Wald. Wie einen Kaiser einst ein altes Weib, so hält geringes unscheinbares Moos Mitleidig nun als Leichen in dem Schoß Der Wälder Fürsten wunden Heldenleib wie Sterbgestöhne Hals aus dem Geäst. Und da und dort schleicht einer stumm vorbei und lauscht des Regnens Trauermelodei und hört die Vöglein klagen aus dem Nest. Das zweite Drittel unserer Zigarre bildet ein etwas sahnigeren Rauch auf. Die Haselnuss geht etwas zurück. Wieder in den Vordergrund treten Leder und Holz mit einer Erdigkeit, die ja einen Tick von Kuba hat, durchaus, darf man sagen. Die Kräuternote bildet sich auch etwas zurück. Also jetzt dominieren wirklich diese Erd, Leder, Holzaromen. Das macht das Ganze auch wieder etwas kräftiger. Also sie ist jetzt schon im mittelkräftigen Bereich am Ende angekommen und sie startet am Anfang dieses Bereiches. Also auch da macht sie eine Entwicklung durch. Ein angenehmer, ein weicher Smoke, ein guter Rauch, kaubar, sahnig, der durchaus zufriedenstellt, auch den äh, Erfahrenen Aficionado, der einen Anfänger nicht vor allzu große Herausforderungen stellt. Ich würde die durchaus auch empfehlen, vielleicht eher noch als die Connecticut-Variante. Zu unserem Dichter Christian Wagner gibt es noch Interessantes zu berichten. Und zwar entwickelte er neben der Naturethik auch eine Art, ja, möchte man sagen, Metaphysik. Er würde dieses hochgesprochene Wort wahrscheinlich nicht verwenden, aber er hat so eine Art Reinkarnationstheorie selber entwickelt, die vielleicht sich ein bisschen was, er hat ja immer diesen Brahminen in seinen Dichtungen, ein bisschen was also aus dem Hinduismus nimmt, vielleicht aber auch, obwohl ich nicht weiß, ob er ihn gelesen hat, etwas von Schopenhauer sich nimmt, ohne den dazu zu Schopenhauer gehörigen Pessimismus. Aber seine Reinkarnationstheorie steht doch auf sehr fundamentalem, man möchte in diesem Fall sagen, bäuerlich-irdischem Grund. Denn er geht halt davon aus, dass alles, was in die Atome zerfällt, ja irgendwo wieder in anderen Zusammensetzungen auftaucht. Ja. Waren wir nicht schon lange vorher Bürger des Weltraums, unendlich lange vorher, ehe die Erde war, ehe die Sonne war? Und war irgendwo oder irgendwann je einmal was geschehen, ohne dass wir, das heißt unsere Atome, nicht möglicherweise hätten dabei gewesen sein können? Und warum sollten wir somit nicht vieles, ja vieles wissen? Siringen Fast überirdisch dünkt mich euer Grüßen, Siringen, ihr, mit eurem Duft, dem Süßen. Nach Geisterweise weiß ich euch zu werten. Ein Duftgesang, er ist mirs von Verklärten. Gott, wie ich doch in dieser blauen Kühle der Blumenwolke hier mich wohlig fühle, süß, heimlich ahnend was hinein verwoben, wie fühl ich mich so frei, so stolz gehoben. Ha! Bin ich selbst des einstig Erbenwesen nun auch einmal zu solchem Glanz genesen? Sind's meine Lieben, die, ach, längst begraben, in diesen Düften Fühlung mit mir haben? Christian Wagner, dem wie gesagt zu Lebzeiten und auch nach dem Tode die große Anerkennung verwehrt blieb, hatte doch einen gewissen Verehrerkreis, einen kleineren Verehrerkreis zu Lebzeiten sich erarbeiten können, möchte man so sagen. Viele pilgerten auch in sein Dorf und besuchten den alten kauzigen Dichterbauern, um direkt aus seinem Munde von seinen Gedanken und Philosophien etwas zu haben. Vor allen Dingen auch seine ja, Missionsaufgabe, die er sich selbst auferlegt hatte, trieb doch zahlreiche inspirierte Menschen zu ihm. Und diese seine sich selbst gegebene prophetische Stellung gipfelte in einem kleinen Büchlein, das er selbstbewusst Neuer Glaube nannte. Und indem er nach Art von Martin Luther's kleinem Katechismus in Fragen und Antwort eine neue Theologie erstellen wollte, nur dass er nicht wie Luther auf die Fragen mit Bibelzitaten antwortete, sondern wie gesagt sehr selbstbewusst mit Zitaten aus seinem eigenen Werk. Er konnte sich auch sehr über die geistige Kleinheit der dörflichen Gemeinschaft und auch vieler größerer Herren aus der Stadt durchaus aufregen, er musste in seinem Haus untervermieten und da war eine sehr geizige und sehr, ja, wenn man sagen, aufs materielle Besehene und auf Äußerlichkeiten fixierte Dame. Und über die schrieb er einmal: Ein Loch im Ärmel ist dir zehnmal ärger als ein Loch im Gewissen. Und dieser Satz zeigt seine Geisteshaltung. Und wenn sie seine Werke einmal erwerben möchten. Vielleicht auch aus ökologischem Interesse, denn er war so etwas wie der Urvater oder einer der Urväter der Ökologiebewegung, noch bevor sie so richtig in Gang kam. Wenn Sie solche Werke erstehen wollen, dann achten Sie darauf, dass Sie möglichst Nachdrucke der Urausgaben, der Erstausgaben erlangen. Die gibt es für kleines Geld, die Erstausgaben selber nicht, die werden leider sehr teuer gehandelt, aber Nachdrucke gibt es, denn... Viele Herausgeber, die nach den Erstausgaben sich mit seinem Werk befassten, neigten dazu, seine Gedichte und seine Schriften zu glätten, denn er war nun einmal Dilettant, das heißt, vieles holpert hier und da, vieles scheint ein bisschen mit der groben Pfeile rhythmisch bearbeitet zu sein und auch Hermann Hesse glättete in seiner Ausgabe das ein oder andere. Nun, ich finde gerade das charmant, dass zwischen diesem dilettantischen Gefüge hier und da auf einmal Verse von einer solchen innerlichen Schönheit und Poesie und auch von einer wirklichen gelungenen Metrik auf einmal emporschimmern, wie man sie doch sehr, sehr selten bei größeren Geistern findet. Zu unserer Zigarre, zum Abschluss, das Zeugnis blende ich gleich ein, sei noch einmal zu sagen, dass das letzte Drittel... Noch einen Tick Stärke draufsetzt. Der von mir erwähnte Estragon wandelt sich in einen Rosmarin um, das heißt, eine leichte Pfeffrigkeit kommt hinzu, die nicht an der Lippe hängt, sondern wirklich in der Würze des Rauches sich äh, offenbart. Dazu wandelt sich die Schokolade in Kaffee, also auch hier eine Stärke-Steigerung, eine Würze-Steigerung, Leder, Erde und Holz begleiten auch das letzte Drittel. Eine schöne Entwicklung, eine gelungene Komposition insgesamt. Also die Optik und Haptik der Zigarre ist gut, die ist gelungen. Man sieht feine Äderchen. Das ist jetzt kein Hochglanzdeckblatt, aber doch ein schönes. Das Zugverhalten ist für mich sehr angenehm, nicht zu fest, nicht zu leicht. Bei den allermeisten Exemplaren, die ich geraucht habe, ist das so. Die Verarbeitung, ich hatte keinen Schiefbrand, keinen Tunnelbrand, ließ auch nicht viel zu wünschen übrig. Es kam schon mal vor bei der einen oder anderen Zigarre, aber überwiegend gute Verarbeitung. Äh, Preis-Leistung und damit sind wir bei einem sehr schönen Punkt, 5,80 Euro für diese Robusto. Im Tubo ist sie deutlich teurer, ich glaube 7,50 Euro, aber in der Box 5,80 Euro. Das ist ein sehr fairer Preis für eine. Zigarre, die gar nicht in der ganz großen Liga mitspielen möchte, sondern die dem Genießer einfach eine Stunde Erholung vom Alltag schenken möchte. Und das schafft diese Zigarre wirklich auf wunderbare Art und Weise. Bevor ich gänzlich ins Schwärmen für eine solche Tageszigarre gerate, zum Schluss wieder mein üblicher Spruch: Denken Sie wie immer daran, manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre.